Typischen Siegtal-Radweg. Auf dem kann man ja ganz toll ab Windeck bis zur Mündung des Rheins radeln, autofrei, direkt am Fluss. Nur so das kleine Stück zwischen den Windecker Ortsteilen Dattenfeld und Dreisel ist gesperrt und das schon mehr als 2 Jahre. Unser Zuschauer Franz-Bert Müller hatte sich bei uns deshalb gemeldet, weil es für ihn und viele andere Anwohner ein echtes Ärgernis ist, weil sich dort einfach nichts tut. Der Radweg ist einfach super. Für den Tourismus ist der super. Den brauchen wir, den Radweg. Den brauche ich, für nach Dattenfeld zu fahren. Den brauche ich einfach, oder halt eben für die Seele baumeln zu lassen. Fast täglich radelt Franz-Bert Müller aus Windeck-Dreisel an der Sieg lang. Bis zu dieser Stelle. Das letzte Stück auf seinem Nachhauseweg ist dicht. Ärgerlich ja nicht auszudrücken. Das ist einfach eine Schweinerei. Ganz einfach. Und das haben wir jetzt seit 2,5 Jahren. Ja. Und irgendeiner von da oben, sage ich jetzt mal, der lässt sich immer wieder neue Hindernisse einfallen für uns Dreiseler Dattenfelder. Der Weg entlang der Sieg ist nämlich nicht nur eine schöne Tour für Touristen, sondern die einzige autofreie Verbindung zwischen den Orten Dattenfeld und Dreisel. Aus Sicherheitsgründen wurde dieses Stück Anfang 2019 gesperrt. Seitdem müssen die Bewohner nun einen deutlich längeren Umweg nehmen, der auch noch andere Tücken hat. Es geht zum Beispiel richtig steil den Berg rauf. Anstrengend, ja, bis hierhin. Stell dir vor, hier muss eine Familie hoch mit 3 Benz, mit dem Fahrrädchen. Oder eine Vater oder Mutter mit dem Kinderwagen. Das ist ja auch gefährlich. Und der gefährliche Teil kommt ja jetzt gleich erst, wenn wir auf die Hauptstraße müssen. Ja, weil da fahren die Autos mit 70, 80 oder 100 und noch mehr an einem vorbei. Ja. Für die Umleitung und Sperre des Siegwegs gibt es einen Grund. Auf den Radweg war Geröll gerutscht, der Hang droht weiter abzurutschen. Der Weg gehört dem Land NRW, vertreten durch die Bezirksregierung. Die will für die Absicherung des Hanges nicht weiter zahlen. Sie schreibt uns dazu: Bei dem Radwegabschnitt handelt es sich um einen nicht mehr benötigten Siegunterhaltungsweg. In den letzten 14 Jahren wurden von der Bezirksregierung fast 500.000 Euro in den angesprochenen Radwegabschnitt investiert. Das Umweltministerium stellt keine weiteren Mittel zur Verfügung. Die Bezirksregierung möchte den Weg loswerden. Bürgermeisterin Alexandra Gauss will den Radweg, hat aber für die Hangsicherung kein Geld. Weil wir, ich sag mal, in Windeck eine tradierte Pleitekommune sind. Wir brauchen hier Hilfe der Landesregierung und ich glaube auch daran, dass wir hier die Hilfe bekommen. Nur wann ist noch nicht klar. Bis eine Lösung gefunden ist, müssen Franz-Bert Müller und alle anderen weiterhin wohl oder übel den Umweg nehmen. Man möchte ja fast sagen, nur wegen der paar Steine, aber das Problem ist sicherlich etwas größer. Immer häufiger höre ich so, oh, ich würde gern Bienen haben.